Wie lange braucht man eigentlich, um Klavierspielen zu lernen? Mit Unterricht vom Starpianisten nur 5 Minuten. Unsere Redakteurin Ilke Rosenburg hat Joja Wendt am Donnerstag in Itzehoe getroffen. Im Café Himmel und Erde bewies der Musiker sein Können als Pianist und als Lehrer. Also ich fand es ausgesprochen interessant, weil er uns beigebracht hat, wie man in wirklich ganz kurzer Zeit eine kleine Melodie auf dem Klavier spielen kann. Das war schon toll. Sie hat keinen Fehler gemacht. Sie hat sofort nachgespielt, was ich vorgemacht habe. Nach dem kurzen Unterricht gab der Pianist noch eine Kostprobe davon, was man am Klavier alles erreichen kann. Er spielte einige Stücke seines neuen Albums an und ermutigte dazu, einfach mal selbst in die Tasten zu hauen. Klavierspielen ist für jedermann. Und es soll auch so sein und muss auch so sein. Weil wenn man anfängt, Klavier zu spielen, das ist jetzt schon bewiesen, dass dann, also Kinder, die Klavier spielen, sind gut in der Schule. Es gibt diese berühmten Transfereffekte, wo die Synapsen sich dann verbinden und man einfach schlauer ist, wenn man Klavier spielt. Und außerdem macht es einfach Spaß und klingt gut. Und man kann es auf jeder Party machen. Insofern, jeder sollte es tun. Ab 24. Februar tourt der Piano-Entertainer mit Jojas Klaviermusik durch Deutschland und besucht dabei auch einige Städte in Schleswig-Holstein.